Herzlich willkommen zum nächsten Let's Play NASCAR Racing Season 2003 Multiplayer. Wieder mit dem David. Jo, diesmal. Ja, und dem Joe. Ja, Aber Server ist noch nicht da, oder? Also, Server, ich gucke Doch. gerade mal. Ich hab Nö, irgendwie keinen. ich sehe hier auch keinen. Nö, muss man auch. Ja, das ist die Aufregung vor dem Losen. Kein Problem. Wenn ich jetzt wüsste, welche von den dreien. Bist du vorher rausgegangen, Joe, weil du hast vielleicht noch den alten Mod jetzt. Ja, genau. Wir haben nicht Ach schon. so, das sind ja klar. Weil wir sind ja vorher die alten gefahren, Ah. deswegen habe ich ja gefragt, welchen wir jetzt fahren. Das bin ich doch nicht allein so blöd, ne? Ja. Okay. Warte mal kurz. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt wüsste, welcher der drei, ich hätte mal den Namen dahinter schreiben sollen, weil bei mir steht Oh. alles Stammtisch und dann die jeweilige IP von euch. Das heißt, einmal steht Stammtisch. Habe ich mich ein bisschen vertippt, würde ich sagen. Das macht nichts. Nö, gehört zu mir, ich weiß. Gut. Kriegst du es hin, oder? Ja, geht gleich weiter. Ich schau gerade. Okay. Ich will gerade kurz mal. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt 10 Minuten hier dieses tolle Multiplayer-Display sehen wollen. Du kannst auch die Begrüßung noch mal später machen. Nee, ich könnte auch die Aufnahme unterbrechen, wenn es länger dauert. Das ist ja nicht das Problem. Aber. Ich denke mal, der Joe kriegt das hin. Ja, ist ein bisschen. Wirklich? Oder? Na, na. Ja, ach, scheiß die Wand an. Nee, das wird eklig. Egal. Machen wir halt den. Das war eine Metapher. Ach so, ich dachte, das stinkt dann auch richtig und so. Hat mich ein bisschen an Mario Barth eben erinnert. Oh, Server, dann. An die alte von ihm, die. Ja, wunderbar. An die alte, die unbedingt Kackbraunen an der Wand haben wollte. Ja. 100? 100 oder was? Nee, schafft meine Festplatte nicht mehr, die ist schon recht voll. Okay, heute nochmal, wie gesagt, Rusty Chicken Farm. Und auf zu Plan C. Da hustet schon Nummer 18. Nein, Practice und Training brauchen wir nicht. Das ist das Gleiche. Ja, Happy Hour, Qualifying, gehört alles dazu. Oh, ich bin auf Pole, aber es bringt mir ja gar nichts. Ey, das sind 24 Runden, das ist ziemlich lang. Wir können jetzt die Scheiße, jetzt habe ich vergessen. Ja, pass auf, dass ich die Schaltung da wieder umstellen muss. Ah, das ist immer bei der Mod irgendwie, warte. So, okay, schon passiert. Warum er das macht, das weiß ich auch noch nicht. Du Restart musst jetzt bitte. nochmal neu starten. Ja, natürlich. Restart bitte. So. Nein, mein Nesca ist gerade abgekackt. So, nach dem Absturz. Was ist das denn? Jetzt auch, jetzt aber. Yes. Meine Fresse halt. Yippie. Nach dem Absturz jetzt nochmal zurück und ja, es funktioniert. Wunderbar. Übrigens, mein Spot hat eben schon geschrien, wobei ich noch auf dem Bildschirm war, wo Drive steht. Eat more chicken. No beef, oder was steht da vorne? Ja. Komm, ich schieb mal das Pace Car an. Das kannst du nicht. Ja, es soll nur so optisch aussehen. Also. Oh. Wenn du mich jetzt anschiebst, dann bin ich wieder im Pace Car, weißt du? Ja, das will ich aber nicht. Oder einen knallbunten M&M neben dir. Ja, den sehe ich ja schon im Rückspiegel. Hoffentlich bleibt er auch da. Aber die Hoffnung ist mir vergebens, ne? Ach, nein, das geht, okay. Das heißt, ich habe noch gar nicht. Ja, das passt, okay. Oh, jetzt wieder die Umdenkerei, wow. Mit der Denkerei da. Wird gleich richtig witzig wieder. Oh. Wird schon beim Start witzig hier. Ist doch gut so. Paint cars off, be ready. Be ready.
Green, black, green, black. Green, green, green. So, das war ja mal ein wunderbarer Start. Und David kommt schon angestürmt wie so ein Wilder. Wo jetzt die 18 ist, da ist so gut. Ah, weiß nicht. Klar. Guck mal, David, ich hab dir sogar Platz gelassen. Ja, ich bin erstaunt. Aber nur weil ich jetzt die erste Runde noch nicht geführt habe. Oh, Alter, hier wieder. Turn Eingangs ist wieder so heftig, ne? Ja, das ist im Vergleich zu Daytona, dann muss ich wieder umdenken, das ist nicht einfach. Da will ich wieder schweißgebadet sein gleich. Hier war auch gerade ein bisschen sideways. Ja, ich hab's gesehen im Rückspiegel. Heat diggin, okay, dann mach ich das. Bei 257 Meilen, dann kann man das auch mal machen. Meinst du, Bumpen geht hier gut? Wir haben es mal ausprobiert. Also in den Kurven auf keinen Fall. Nee, das ist klar. Das ist klar. Auf den Geraden. Oh, das ist so heftig, wenn du denn dich konzentrierst, dass du wieder ein bisschen vom Gas gehst und die Kurve kommt. Dann... Also auf der Geraden, wenn du dran bist wirklich gerade drauf fährst, dann geht's vielleicht, aber... Ja. Komm, Joe, Plan C. Jetzt macht er die Scheiße hier. Mach mal die Scheiße. Ja, pass auf, ich sehe ja schon wieder. Gas gelassen. Ich dachte, du ziehst mit. Na, da ist leidig zu so Kurven rum. Aber ich habe auch keine 261, ne? So funktioniert das nicht, Joe. Mir ist nicht so leicht wie in Daytona. Das stimmt. Aber wie gesagt, eine 261 schaffst du irgendwie nicht, ne? Also ich schaffe jetzt vorne 257. Ja. Oh, Joe hat schon mal wieder ein bisschen... Ah ja. Bist noch dran, oder? Nee. Ja. Ist er nicht mehr. Da komm ich schon wieder ran. Keine Sorge. Boah! Ja, Alter, das ist voll der Hammer-Turn, ne? Dave, Alter, ich dachte, du wärst noch weiter unten, weißt du eben. Kommst du dran oder kommst du nicht dran? Ja, ich komm schon. Okay. Keine Sorge. Das ist ja jetzt gefährlich, weil der hat dann ziemlich Überschuss, wenn er dran ist, gleich. Ja, weil die gut um den Zaun rumkommen, ja. Naja, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ich habe so unglaublich Angst, wenn der Mirko hinter mir ist, so dicht. Das ist auch gut so. Schön nervös machen, oder? Aber besser als wenn Nick hinter dir wäre. Oh ja. Vor dir.
War gut, dass wir ohne Schaden haben, wa? Obwohl, eigentlich müssen wir das mal mit Schaden machen irgendwann. Naja, das ist ja auch doof, dann ist ja nach einem Crash schon mal 2 von 3 weg. Ja. Ja, aber es sieht doch bestimmt lustig aus, deswegen. Ja, aber es wäre nicht so spannend. Ja, machen wir so eine Crash-Challenge. Wer fliegt als erstes? Ja. Dann will ich vor dir sein. Ah, Joe ist schon wieder dran, okay. Ja. Guck mal, wie ihr zusammenarbeitet, ihr Schweine. Okay, muss ich Plan D ausgraben. Ist das geil, so nebeneinander, Junge. Alter, ey, zieht der trotzdem noch mal. Du machst ja wie ich, ey. Geht's auch nicht vom Gas hier. Schön, dass man vertraut, dass der andere auch einlenkt, ne? Ja. Ich dachte eben, ich wollte dich eigentlich nach oben weiter drücken, aber ging nicht. Bist du so weit runtergekommen? War laut. Haben die hier einen Plan geschmiedet, ja? Wo eben meine Abwesenheit wahrscheinlich. Nee. Ja, ja. Die lachen hier schon so dreckig, bestimmt. Nein, die Lache ist, weil weil du uns sowas zutrauen willst. Natürlich traue ich das euch zu. Was denkst du denn? Okay, muss ich doch Plan D rauspacken hier. Three wide, in the middle. Das wäre auch mal eine geile Aufnahme jetzt hier. Boah, scheiße Dave, Alter. Das war auch schwer. Haarscharf, ey. Boah, Alter, jetzt komm ich hier... Du musst mir echt Platz lassen. Ja, ja, ich war eben schon wieder am Schleudern ein bisschen. Aber ich bin dir fast in den Arsch gefahren. Ja, das war ein bisschen loose eben hier. Sorry, sorry. Boah! Ich hab nicht mehr auf den Platz. Boah, das war jetzt echt knapp an der Wand da, ey. Ja, was? Vor allem hier bleibst du ja an der Wand dann so kleben. Da hast du ja keine Chance, wenn du die Wand berührst. Dann bist das erhöht, das hört den Adrenalinspiegel. Ja. Oh, schon wieder los, ey. Das ist heute nicht mehr. Joe ist auch ja. Weg. Auch los. Egal. Ich hab kaum Kontrolle. Geilo, Matico. Hier, die Dead Turn ist echt hart, ey. Wenn du nebeneinander fährst. Das ist nur so ein kleiner Linksklick. Was ist daran hart? Nee, weil du ich kommst halt immer so weit runter, das ist das Problem. Ja, weil du bist ja auch ganz unten, aber wenn du rauskommst, kommst du ziemlich weit raus, weißt du? Und das, ich sehe dich ja aber ich nicht. Ich will ja auch nicht ganz unten die Kurve anfahren. Nee, ich sehe dich da nicht, weißt du? Und dann musst du dich da so ungefähr abschätzen. Ja, dann musst du mir halt Platz lassen. Ah! Scheiße, da war ich schon... Das war etwas zu heftig. Alter, ey, das war aber hart eben, Julia. Kann ich wieder nur durchatmen, ne? Das war jetzt so der Erna Senior Style. Pass on the grass, oder? Ja, genau. Das hat er auch geil gemacht gehabt damals, ey. Voll auf dem Gas geblieben. War das Atlanta oder war das Daytona sogar? Ich glaube sogar Charlotte. War das Charlotte? Ja. Mhm. Ich müsste jetzt aber lügen, aber ich meine, es war Charlotte. Ich hätte jetzt spontan Atlanta, aber naja.
Keine Ahnung. Ihr wisst, dass Atlanta vorher ein normales Oval war, so? So. Ja. So. Hab ich neulich gerade wieder gesehen, Digga, Alter, geil, ey. Da gab's das nur, dieses Tree-Oval-Kram. Alter. Hast du nichts gemacht von meinem Band, Volko? Nee, diesmal habe ich nichts gemerkt. Bin ich zu Sandfink gefahren. Aber gleich holen wir uns. Der führt mir hier schon zu lange. Ja, ich wundere mich selber gerade, warum ich schon so lange führe. Aber einer von euch ist immer los. Ja, stimmt, eben war man ja auch los, ne? Muss mal hier wer anders ran hier. Ja, nee, noch nicht. Nee. Du bist ja noch höher, scheiße. Hey, passt schon. Ihr müsst euch halt auf eine von den 6 Spuren einigen. Du zählst 6? Ja, geschätzt. Das sind wahrscheinlich sogar noch mehr, oder? Ja. Eingezeichnet sind, glaube ich, 5 oder. Oh, schon wieder krass! Alter! Boah, hier darfst du auch echt. Musst du vorsichtig lenken, Alter. Auf dem Rasen liegt der da ab. Ja, ich wollte ja eigentlich eben noch vorbei, aber. Dann krass, ey, wurde das nix. Okay, müssen wir also mal wieder ransaugen, ja. Komm, bumpen. Bleib mal oben. Ja, ich bleib oben, aber das ist so loose, ey, weißt du? Wahnsinn, ey. Aber oben ist doch eher tendenziell weniger loose als unten. Ja, tendenziell schon, da hast du recht. Bleib oben! Dann zieh ich leider nur David mit runter. Nein, das ist schon. Lass mich aufs Gras kranken oder so. Passt. Passt. Jetzt gewinnen wir aber auch nicht, Joe. Boah, Alter, ey, voll rausgelust, ey. Scheiße. Das war aber wie haarscharf, ey. Kein Bild rein, wenn du reinpasst, ey. Alter, scheiße. So, versucht die 18 jetzt ihr Glück. Ja, ich wäre ja vorbei gewesen, wenn er oben geblieben wäre, aber. Er kooperiert ja nicht mit der 24. Ich hab's ein paar Mal probiert, aber irgendwie wolltest du nicht. Sollte das vorkommen. Ja, geduldig sein, weißt du so. Jetzt höre ich wieder die Scheißdunge. Boah, schon wieder loose, ey. Alter, scheiße, ey. Sideways. Oh, ja. Los. Geh dran vorbei. Boah, Alter. Seid ihr jetzt 3 wide? Oh, ja, ich bin 3 wide, scheiße, ey. Ich war das mit Geduld. Seid ihr beide weg, oder? Nee, ich bin nicht weg, aber er ist so geil vor mir weggeflogen. Das ist eine geile Aufnahme. Ah. Ja, ich war ja geduldig, aber. Das hab ich mal.
Ich wollte ein... Ich wollte doch eine geile Aufnahme haben. Okay, die war jetzt auch geil. Zwar unbeabsichtigt. Erwischt, oder? Ja, ja. Ich hab dich erwischt gehabt. Aber du bist dann so geil weggeflogen. Also, du musst dir angucken dann später. Ah, ich hab's Mautvideo alles kopfüberstanden auf einmal. Sah richtig geil aus. So ja, richtig 16 Runden haben wir geschafft ohne Zwischenfall. Eigentlich schon ein Wunder, oder? Ja, also. Oh, aber hier geil, bei der letzten Zieldurchfahrt, 18 war 200stel vor mir und 24 3 hinter mir. Ja, das war also schon aber knapp. Innerhalb von 0,05 Sekunden. Das müssen wir beim Ziel einlaufen. Ja, das wäre cool. Das wäre geil, wenn einer... Am besten eine. Noch so eine 0,00, dass es gar nicht anzeigt, erst wer gewonnen hat. Ja, Foto-Finish. Das hatten wir auch schon mal. Da habe ich dann um, weiß ich nicht, wie viel gewonnen oder verloren. Weiß es gar nicht mehr. Cool wäre auch, wenn du dann so hochfliegst wie Joe eben vor mir. Ja, ja. Und so über Ziel, weißt du? Das sah ja auch geil aus. Aber die Aufnahme, die ist echt cool geworden. Wenn ich in deinem Replay zu sehen bin. Ja, ich wollte einen Three-Ride, aber ey, das ist wieder so. Wenn er wenn der so längs, ey, manchmal, und weißt du selber. Ja, ja. Und dann ist das Lenkrad zu locker und dann kommst du voll nicht mehr klar, ey. Das wird zu heftig und du schnallst weg, ja. Ja. Wahnsinn. Und ich glaube, so lange war ich auch noch an der Spitze. Ja, wir haben auch irgendwie nicht richtig, richtig zusammengearbeitet. Nee. Entweder war ich oben, der Mirko ist dir immer hinterhergefahren. Heißt der, wenn du links gegangen bist, ist der Mirko mit links runter. Ja, weißt du noch, was wir vorher geschwätzt haben, Joe? Das ist das Problem. Wir haben vorher über diskutiert, warum es mit dir nett geht, Mirko, warum ich mit Joe relativ gut vorbeikommen bin immer. Ja, ich bin untröstlich. Ja. Ja, ich drücke lieber vorbei, weißt du? Am liebsten unten auf dem Gras oder kurz vor der Kuh. Ja, Alter, das wird zweimal jetzt schon. Das war auch hart. Aber das erste Mal ist echt Glück gehabt, dass du die Wand da nicht mitgenommen hast. Da bin ich ja auch schon mal dagegen gefahren. Weißt du, da wollte ich so unten vorbei, irgendwie bin ich runter rausgezackt und dann zackst du ja meistens zu weit raus, ne? Ja, ja. Und voll gegen die Wand gefahren. Und dann auf 0 von 260, ja, ja. Geil. Ja. Naja, weil wir ein bisschen Entspannungspause. Ja. Für die letzten 5 Runden oder so, ich weiß es ja gar nicht. Ja, jetzt, ja, 5 Runden sind es noch, ja. Ich war mal hier übrigens, wenn ich jetzt links geguckt hätte. Ja, in den Vergnügungspark da. Ja, ja, genau, Vergnügungspark, da war ich auch schon drin. Ich habe noch das eine Video, da sind wir auch zusammengefahren. Da bin ich auch da runter irgendwie. Und da war ich ungefähr 1,5 Minuten in der Luft, habe mich irgendwie überschlagen, keine Ahnung. Ja, ja, da fahren wir nachher hin, essen einen Burger noch, oder? Ja, das können wir machen, genau. Dann Ziel einlauf, dann bin ich gewonnen. Nee, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, ne? Warum will eigentlich jeder mal gewinnen? Wäre besser, wenn einer Letzter werden möchte. Naja, willst du nicht gewinnen, weil dann... Doch, ich schon! Mich ja nicht erlassen. Ich schon. Aber es gibt keinen, der sagt, nee, ich möchte Letzter werden. Ach, mir ist wurscht. Hauptsache cooles Racing da. Ja, ja. Ja, das ist klar, wenn du nochmal die Chance hast zu gewinnen, ist doch cool. Das tut sich natürlich. Naja, das ist genau. Dafür macht man das ja dann auch, ne? Aber zumindest probiere ich nicht einen abzuschießen, kurz vor der Linie. Da probiere ich normal vorbeizukommen. Ja, wenn's geht, auf jeden Fall. Das ist auf. Naja, dann wäre ich lieber zweit und hab ein cooles Finish, als dass ich den da abschieße und gewinne, weil dann habe ich ja nichts davon. Hast auch ein cooles Finish, siehst du aber der Ton auch heute wieder. Ja. Aber ich habe das mal gemacht beim Online-Rennen, da haben die auch mal so 20 Runden Daytona gemacht, ne? Und ich hatte Talladega schon ein paar Mal gewonnen, nur Daytona nie. Und da hatte ich die Chance. Wie Tony Stewart. Ja, ja. Oh ja, ey. Was machst du denn? Oh Mann, ich bin schon wieder rum. Und auf jeden Fall die Chance, Daytona zu gewinnen, war auch Zweiter, ne? Mhm. Und der vor mir, ich hab gesagt, jetzt wäre scheißegal, Alter, jetzt ramme ich dich so ein Stück, ne, dass du loose wirst, ne?
Und ich fahre dran vorbei. Mach das auch, fliegt er über mir drüber, aber als erstes über die Ziellinie. Geil. Scheiße. Das war richtig. War ein geiles Finish, davon mal abgesehen. So ähnlich wie Joe, wenn du das jetzt hier siehst, weißt du, dass er dann noch als erstes über die Ziellinie gegangen ist. Ja, und irgendwann später habe ich es dann endlich geschafft gehabt, der Tour, weil es war schwer, da zu gewinnen. Mhm. Mit den ganzen Amis da zu fahren und so, ne? Das war richtig hart. Den ganzen Tag halt auch nichts anderes machen wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal von aus. Als zu fahren, ja. Ja, vorher hast du ja 43 Leute gehabt. Ja. Ja, das muss noch dazu sein. Ja, klar. Und manche ploppen und lecken da ja auch, ne? Wir haben uns ja schon mit den Computergegnern da schwer getan. Ja, ja. Das will. Ja, mich doof fahren. Und wenn du dann so ein Rennen gewinnst, ne, das ist dann schon ist richtig schon cool. Oh, gehen wir schon mit der Queen, oder? Ja, ja. Oh. Also, noch fünf grüne Runden. Wir haben noch eine gelbe Runde. Was pro Pen? Ja, ja, macht nichts. Wir haben noch eine gelbe. Ja, eine halbe jetzt halt. Nein, eine ganze. Anderthalb noch. Ja, komm, wenn er jetzt nicht aufs Gas geht, dann ist er auch langweilig, Mirko. Dann kommt es ja auch nicht vorbei. Ich muss ja irgendjemand schieben. Also seid doch froh, dass er da ist. Ja, das steht Mirko bloß David wieder auf die Seite und gewinnt. Ja, richtig. Aber es wäre lustig, wenn er voll verpennt hätte erstmal. Manchmal wäre schon rangekommen. Ich meine, vorher hätte er gemerkt, wenn wir plötzlich abziehen. Ich meine, vorne war vorher war auch ein bisschen hinten. Zwei Runden, dann müssen wir wieder dran. Gut auf der Strecke. Auf jeden. Ah, das war wieder scheiße. Jetzt haben wir irgendeiner, glaube ich, dir da, da gleichzeitig geschaltet. Aber ich schon im vierten, er wahrscheinlich erst im dritten. Verarscht, oder? Und schießt mir nur ab, halt. Und wieder drei weit. Mann, Joe, jetzt sollst du hinterherkommen. Warte, du mich so verarscht. Ich glaube, jetzt hat er keinen Bock mehr. Du hättest doch mitgehen sollen, Mann. Okay. Joe, war der Keil-Move. Ich wollte auch mal probieren. Okay, los, jetzt holen wir uns David. Da gibt's nichts zu holen, Mirko. Doch, komm, wer so frech jetzt gewartet, da muss man. Den müssen wir jetzt ran vorbei hier. Nimm mich aber mit, sonst muss ich David wieder an dir vorbeischieben. Wahrscheinlich gibt es eh wieder so einen riesen Crash am Ende wie letztes Mal. Kann schon manchmal passieren, ne? Boah, schon wieder Arschlos, ey. Die Lieblingskurve von Mirko. Nee, nee. Schieben geht immer. Das weiß ich. Jetzt bleibe ich schon hier ganz oben, ja? Bleibt er so weit unten. Machst du ja genau dieselbe Scheiße wie ich? Boah, wieder fast auf dem Gras. Nein, bleib oben. Ich bin nicht rechts. Ja, ja, ich muss ja erstmal mit oben bleiben. Manchmal gehst du da trotzdem runter. Boah, Alter, wieder so loose, ey. Ausgang. Säcke, ey.
So, irgendwie hätte ich jetzt noch drei Runden warten können. Ich hab jetzt irgendwie gerade ein Déjà-vu, weißt du? Ich hab ein Déjà-vu. Oh, jetzt habe ich kein Déjà-vu mehr. Nein, ich werd los! Scheiße, Alter! Alter, das habe ich voll spät gemerkt, Alter. Gut, dann macht das Rest jetzt wieder ihr beide, ja? Dave, bist du noch drin, ja? Ja. Ja, gut. Weil, Alter, volles Programm los geworden. Kein Gelb, cool. Noch mal eine Runde. Ah, hier habe ich kein Glück, ne? Kann das sein? Ja, meins. Irgendwann kommt mein Tag auch auf dieser Strecke. Fuck! Hä? Jetzt ist der PC abgeschmiert, oder? Du bist nur da. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ist der PC abgeschmiert, oder was? Ja, scheinbar. Er ist nicht mehr da. Ja, warte. Ich spiele ich bloß Zugang, warum auch immer. Aber PC läuft noch und Server. Server nicht. Ja, ich bin jetzt... Server ist weg? Ja. Okay, warte, dann muss ich... Oh, komm, stopp! Stopp, Mann! Bleib doch mal stehen, du blöde Karre, ey! Egal, Lalalala. Ich weiß. Okay, das habe ich noch gerettet. Das ist ja so geil geworden, Joe. Ja, okay. Vollgas, ey. So, das Schöne ist, jetzt hat nämlich keiner gewonnen. Voll nebereinander, warum? Aber... Ja, das... Gut, ich habe aber das Replay gerettet. Ja, so, okay, mit diesem super Finish, ja, wo keiner gewonnen hat, ja, verabschieden wir uns wieder für heute, ja. Bis zum nächsten Mal. Das ist jetzt auch irgendwie unbefriedigend, oder? Guck mal, wie viele Leute da drin sind.